Aber jetzt erzähl du mir mal bitte, der du sagst, ja, kann ich ja auch mit anderen Truppen. Wie viel Elixier oder dunkles Elixier hättest du für deinen Angriff verwendet? Und jetzt kommt ihr. Der Guzu ist raus. So sieht's aus. Hallihallo Leute, der Guzu ist am Start und er hat noch ein bisschen Boost, eine Viertelstunde. Komm, die nächste Viertelstunde gehört uns und wir greifen an. Auch wieder ganz netter Loot. Wie gesagt, ich habe halt absichtlich auch dann die angegriffen, die halt, also in den letzten Videos, die halt auch nicht Dead Bases hatten, sondern halt eben auch gesagt haben, gut, okay, komm, hier, da können wir ein bisschen was machen und fertig. Hier können wir definitiv hier einfach nicht bartschen, sondern einfach nur barben. Und das sollte hier natürlich auch wieder ganz gut laufen. Sieht natürlich dann wieder scheiße auf meiner Statistik aus, weil ich natürlich dann nur noch Heiler für die nächsten Angriffe habe. Das wird dann so der Super Queen Walk. Aber gut, okay, so ist das halt. Soll mir reichen. Loot war in Ordnung. Gucken wir mal, haben wir jetzt hier. Genau, da werden gleich noch ein paar Archer ausgebildet. Und dann passt das. Und ich würde fast sagen, ich werde die Heiler hier rausnehmen. Die packe ich erst wieder hinten ran. Und dann ist das gut, weil 11 Heiler muss man auch erstmal wieder wegballern. Könnte man nehmen. Aber Inferno of Single ist mir ein bisschen zu tricky jetzt. Halte ich die Finger flach, beziehungsweise die Füße flach. Und will ich nicht haben. Nice. Aber auch wieder relativ weit gefächert. Hier auf jeden Fall Place to be. Definitiv Place to be. Machen wir. Ja, alles andere können wir mit einfachen Truppensetzungen, denke ich mal, erreichen. Wir gehen auch gleich rein, ganz klar. Also hier muss definitiv reinlaufen angesagt sein. Das ist hier definitiv das Maß der Dinge. Dann solltest du auch reinlaufen. Wäre ganz cool, wenn du auf mich hörst. Egal, komm. Was soll's? Ja, genau. Und jetzt, wo ich hier schön die... Ja, genau. Du mich auch, Mäuschen, du mich auch. Egal. Komm, wir knallen hier kurz den Turm weg. Hoffe ich mal. Das sollte machbar sein. Ganz genau. Der Bombentower hittet natürlich auch. Klar, aber... Ja, genau. Da wollen wir rein. Obwohl, wollen wir da überhaupt rein? Eigentlich muss das gar nicht sein hier. Hier, Barge. Ah, wir haben schon gut was gemacht hier. Und dann da nochmal Bombe rein, da nochmal Bombe rein und dann glücklich sein. Und ja, passt doch. Eventuell noch ein Heiler? Nee, komm, einen Heiler droppe ich dafür nicht. Wenn dann überhaupt für meine Queen. Für die kleine Queen. Nee, ich glaube, das war's. Das Town Hall bringt mir nichts. Weil, wie gesagt, Pokis will ich nicht. Ich kriege nicht wirklich viel mehr Sachen dadurch geregelt. Habe ich noch Mauerbrecher? Ein. Yeah, läuft halt hart bei mir. Ein Mauerbrecher. Ihr wisst, dass ich auch gerne mal 27 Mauerbrecher in einem Fight verballern kann. Ja, auch dafür bin ich bekannt. Ja, schön wäre es gewesen mit 600.000 Elix, das wäre was gewesen, aber mit irgendwie 100.000 ist da nicht wirklich was zu holen. Nett. Nett, definitiv. Aber auch nicht, also war schon in Ordnung, klar, logisch. War jetzt heulen auf hohem Niveau. Das ist mir dann wiederum zu schwierig für den Loot. Das ist geil. Das ist geil. Queen gedroppt. Und hier halt auch gleich mit Barbaren. Und wie gesagt, da seht ihr halt wirklich, warum ich zusätzlich Barbaren ausbilde. Weil, wenn du da sitzt und
mit der Queen vielleicht nicht so richtig zu Rande kommst oder du merkst, du hast eine komplette Deadbase und da würde sich Queen Walk nicht lohnen. Das ist es noch viel eher, dass ihr da sitzt, Queen Walk lohnt sich nicht. Du sagst dir aber, ich habe aber den Gegner und der hat halt richtig hart Loot am Start, weil es eine komplette Deadbase ist, ja? Dann kommt Barge richtig zur Geltung. Aber sowas von, habt ihr jetzt gerade gesehen, hier, das hat wieder viel mehr gerissen als die Queen hier oben. Jetzt muss die Queen wirklich draußen rumrennen, um da überhaupt ein bisschen was zu ruppen, weil wenn die jetzt reingehen würde, wäre das ein totales Trauerspiel. Auf jeden Fall. Also von daher, die muss jetzt draußen rumrennen, dass die halt ihr Geld verdient oder ihr Elix verdient oder ihr Gold verdient oder whatever. Auf jeden Fall muss die draußen rumrennen. Und hier wieder ganz normal, ich spiele freihändig, wie immer, logischerweise. Da braucht man sich natürlich dann auch bei dieser Base natürlich nicht wirklich anstrengen. Das geht halt wie von alleine. Ragen werde ich sie noch nicht, weil ich mir sage, dass sich das noch nicht lohnt. Genau, jetzt eben, ja, genau, dann läuft es natürlich perfekt und jetzt schießt sie natürlich eine Mauer kaputt. Dann können wir natürlich jetzt hier ragen, dass hier der Minenwerfer schnell platt gemacht wird und halt wirklich noch möglichst viel von den zusätzlichen Bogenschützen kaputt gemacht wird. Und dann sollten wir, hier sogar noch, ja, genau, das lohnt sich natürlich auf jeden Fall noch. Das lohnt sich. Nebenbei kriege ich von meinem Handy schon die Nachricht, dass die Luftabwehr geupgradet ist. Das heißt, wir könnten theoretisch wieder 6 Millionen ausgeben, aber 6 Millionen Gold, da finde ich, glaube ich, nichts für. Naja, toll, doch zwei Mauern. Aber ich will ja jetzt erstmal mehr in den Dev-Bereich gehen. Aber das und das hier, das ist schon mal wieder einiges an Power. Ja, genau. Ganz genau. Und hier halt noch, da holen wir bestimmt noch mal 20 raus. Das passt, das sieht gut aus. Wie gesagt, hier habe ich nichts mehr zu befürchten vor der Dev. Somit kann ich auch die Heiler wegfallen lassen, sage ich mal. Das ist in Ordnung. Läuft, 22 Sekunden kommt, darauf ist geschissen. Das passt. Das war doch richtig nice Loot. Wie lange haben wir noch? 7 Minuten haben wir noch. Und wir können, genau, die Luftabwehr ist geupgradet. Das heißt, jetzt wieder nicht mehr von jedem sozusagen, von jedem Luftangreifer eine Packung riskieren, sondern da geht mittlerweile ein bisschen was mehr. So, jetzt hier noch die Bogies. Genau, dann wieder ein Heiler. Und Manuel sagte mir mal aus dem Nimitz Clan, der sagte mir, oh hier, warum machst du das immer so? Du kannst es doch einfacher machen, du kannst doch alle Truppen einfach verballern. Und dann bildest du halt neu aus und fertig. Klar, kann man machen, richtig, aber ist mir zu teuer. Alter, könnt ihr bitte unten jetzt mal alle holen? Ach so, ja, die werden gerade schön. Genau, schön, wie ich wieder richtig schön die Internetverbindung. Nee, die Internetverbindung nicht. Dann ist BlueStacks wieder hier am rumkegeln. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, wie gesagt, da. Babys, nee, Babys nicht. Wir greifen einfach nochmal an. Und die Queen ist kein einziges Mal richtig mir um die Ohren geflogen, sage ich jetzt mal. Um die Fresse. Oh. Und von daher natürlich mega nice, konnte man immer wieder zack, 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 zack. Und dann seht ihr halt eben auch, was man in der Stunde Boost einfach mal reißen kann. Ja, also ich bin der Meinung, 3 Millionen Gold waren das jetzt. Wenn ich jetzt nicht komplett falsch lag. Ich glaube, ich habe bei 3 Millionen angefangen. Jetzt sind wir bei 6 Millionen. Und das innerhalb von einer Stunde. Klar, es gibt die Hardcore-Zocker, die es dann noch mehr reißen. Aber ganz ehrlich, also wie gesagt, für das Elix, was ich halt eben auch verbraucht habe, ganz ehrlich, passt vollkommen. Ja, also ganz ehrlich. Auch nice. Auch definitiv nice. Aber denkt bitte dran, der kann mehr. Der kann definitiv mehr und das ist mir zu heiß. Aber der Loot war natürlich echt geil. Auf jeden Fall. BlueStacks ist heute echt. Nee. Das ist nix hier. Also, und es liegt an BlueStacks. Ohne Witz. Das ist momentan nicht so der Knüller.
22. Könnte man sich gönnen, hier die Queen vernaschen. Hohoho. Da die Mine. Den Sammler, die Mine. Sammler. Und hier sogar noch mal die Queen droppen mit einem Heiler. Das sollte gehen. Also klar, wie gesagt, hier, ihr seht selber hier. Ihr seht selber, das wäre garantiert einfacher, wenn man halt jetzt irgendwie vier Heiler droppen würde. Braucht man nicht drüber reden. Aber das ist dann wieder die Effizienz. Es ist wieder die Effizienz und darum geht es halt wieder. Kriege ich es mit einem Heiler hin, auch wenn ich mich ein bisschen einschränken muss oder vielleicht sogar ein bisschen weniger Loot mitnehme, kann ja auch sein. Aber, Freunde der gepflegten Unterhaltung, wenn ich dem jetzt hier eine Packung gegeben habe und fast alles hole, ist doch viel besser, als würde ich jetzt zwei Heiler mehr für, glaube ich, 12.000 jeweils. Each. Nee, 15.000 sogar, ja. 15.000, ganz ehrlich. Blödsinn, oder? Merkt er selber. So, die Heiler kommen dahin. Ja, achso, ja klar, logisch splitten sie sich jetzt natürlich, klar. Gucken wir nochmal, dann halt hier noch die Bogenschützen. Ja, ein paar Barbaren und die Archer. Und kein Zauber, ganz genau. Wie gesagt, Zauber immer ganz teuer, ganz teuer. Deswegen ruhig angehen die Sache. 300, ja, okay, aber der Rest ist nicht so cool. Deswegen wieder auf jeden Fall die Möglichkeit genutzt und einfach mal weiter geskippt. Den können wir angreifen, weil er hat alles, was mich doll angreifen würde im Ausbau. Das ist jetzt nochmal, jetzt stelle ich mir selber natürlich, also da muss ich auf einer Ecke angreifen, würde ich sagen. Ich will auch das Dunkle. Ich will das Dunkle. Und das ist jetzt wirklich, das ist jetzt auf hohem Niveau. Jetzt ohne Witz, das ist wirklich, jetzt erlebt er mich halt auch in, was heißt Action? Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also jetzt muss ich halt auch gucken, kriege ich das auf der Reihe, weil das ist auch eine gut. Sage ich jetzt mal, gut gemaxte Base, sage ich jetzt mal. Und da muss man halt echt gucken. Ah, ärgerlich, Mauer nicht komplett down gekriegt. Und wie gesagt, jetzt bin ich wirklich voll dabei. Das muss hier jetzt was werden. Queen, also wie gesagt, jetzt vollkommen dabei. Jetzt hier sollte sich. Ja, genau, ganz genau. Queen geht jetzt natürlich, wird jetzt ordentlich gehittet. Muss man jetzt wirklich aufpassen, ganz klar. Nochmal nebenbei hier schön die Mauerbrecher rein. Mal gucken, ob wir da noch ein bisschen. Ja, genau. Mauerbrecher. Ja. Queen hält es noch aus, aber wie gesagt, die wird hier jetzt auch wirklich gefordert. Ohne Witz, die wird gefordert. Brauchen wir uns nichts vormachen. Ich glaube fast sogar noch einen Haste zu nehmen. Und wie gesagt, hier, ich will da rein. Ich will da definitiv rein. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Das Ding muss jetzt hier aufgehen. Ganz genau, sonst war das nämlich alles für die Katz. Hashtag for the cat. Und das wird jetzt interessant. Und jetzt braucht mir keiner ankommen und von wegen, ja, du greifst dann nur die blöden Bases an und wie auch immer. Und das kannst du ja gar nicht. Doch, ich kann den Queen Walk. Und das in fucking nochmal Perfektion. Ja, so sieht's aus. Queen Ability. So muss das sein. Ich will auch das Town Hall, weil ich mir da Lagerkapazität von verspreche. Fertig ist es. So macht man das, ja? So macht man das. Fertig aus, Mickey Maus, ab geht's nach Haus. Und Boost ist leer, die Queen geht nur noch voll, fertig. Das ist ein geiler Videoabschluss, finde ich cool. Finde ich wirklich cool, ist auch persönlich für mich immer wieder wichtig zu sagen, gut, okay, komm, das hast du halt doch noch drauf. Das läuft. Wie gesagt, einfach immer ausprobieren. Und ihr habt es gerade selber gesehen, das war nicht irgendwie so ein, sage ich jetzt mal, Pille-Palle-Gegner oder sowas. Genau wie mich BlueStacks jetzt gerade ankotzt. Aber egal, ich will trotz alledem nochmal reingucken hier. Dann müssen wir halt nochmal neu laden, dann ist das so. Aber ja, genau, dann würden wir das einfach gerne nochmal erneut versuchen. Ja, genau, mach doch bitte mal hinne.
Internetzugriff habe ich auf jeden Fall. Der ist am Start. So, jetzt nochmal bitte. Also erstmal anfragen nochmal. Mir ist egal, was ich drin habe. Das ist vollkommen Banane. Aber wie gesagt, da möchte ich jetzt nochmal kurz reingucken. Wie gesagt, Eagle Artillerie leer. Also beziehungsweise halt im Bau. Hier der Inferno, vollkommen egal. Die Queen of 22 passt. Gerne hätte ich natürlich noch das Goldlager mitgenommen. Okay, brauchen wir nicht drüber reden. Aber Fokus lag halt, wie ich auch am Anfang gesagt habe, auf dem dunklen Elixier. Weil wir brauchen uns nichts vormachen. Sind wir jetzt mal ganz ehrlich, ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Replay gemacht hätte, kann man immer sagen, ja, naja, ich wollte das ja so und so und so. Nein, ihr habt es gemerkt, ich war direkt dabei, hier so und so kann man angreifen, das und das mache ich jetzt deswegen und so weiter und so fort. Und ganz ehrlich, wer dann sagt, ja gut, okay, ich wäre ja mit anderen Truppen auch reingekommen. Auch da hast du vollkommen recht, natürlich wärst du mit anderen Truppen reingekommen. Aber jetzt erzähl du mir mal bitte, der du sagst, ja, kann ich ja auch mit anderen Truppen. Wie viel Elixier oder dunkles Elixier hättest du für deinen Angriff verwendet? Und jetzt kommt ihr. Der Guzu ist raus. So sieht's aus. Finde ich mega nice. Finde ich mega nice. Ohne Witz. Die Riesen mussten, also beziehungsweise nicht die Riesen selber, sondern die Clanburg musste einfach sein, weil ich mir dachte, gut, okay, komm, guckst du noch, was du noch rausholen kannst, weil, wie gesagt, die Zeit drängt halt auch, ja. Und die Queen beschäftigt sich dann halt auch mitten im Luftfeger ein paar Sekunden, mitten im Inferno-Turm noch ein paar Sekunden. Und dann hat sie halt eventuell nicht mehr die Zeit fürs dunkle Elixier, ja. Nicht vergessen, darf man halt einfach wirklich, muss man dran denken, ah ja, wie könnte man es machen, wie könnte man es machen. Da nochmal geraged und dann noch das Townhall geholt. Und ihr seht es gerade selber, ich glaube 500 knapp sind drin. Ganz genau, knapp 500 waren im Townhall noch drinne vom Dunklen. Deswegen das noch mitgenommen. So sieht's aus. Ich hoffe, ihr hattet an diesem Video auch wieder Spaß. Wenn dem so ist und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das gerne tun. Weil dann werdet ihr immer informiert. Meistens zumindest, wenn es neue Videos von mir gibt. Abonnieren wisst ihr selber, ist kostenlos. So soll das auch sein. Haut mal rein, ich wünsche euch was. Ciao, ciao.